Recht herzlich willkommen zur 243. Folge, nein, 44. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir müssen hier bei dieser Rakete jetzt schauen, dass wir die mal umbauen und irgendwie hinkriegen, dass die leichter wird, ne? Wir machen mal das weg, zoomen mal ein bisschen ran und überlegen, was wir da weglassen können. Symmetrie ist natürlich auch wichtig, ne? Wir haben jetzt allerdings auch, wenn ich überlege, nicht 11 Plätze wie verlangt, sondern 12, ne? 4, 8, 9, 10, 11, 12. Aber dieser Cupola-Modul, die braucht man halt, ne? Es ist wirklich zu überlegen, was wir da tun können, dass wir das loswerden. So, eigentlich, es ist, okay, eine zweite Antenne kann eigentlich eine. Wieso kann ich die jetzt nicht anpacken und abmachen? Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr hier bin, ne? Genau so ist es. So, wenn ich jetzt überlege, dass ich die nicht mitnehmen kann. Also die schon mitnehmen kann, aber nicht so schwer werden darf. Muss ich halt überlegen, dass ich zum Beispiel das ändere. Jetzt ist das schon mal auf jeden Fall nicht gegenüber. Jetzt ist es gegenüber. Die Frage, was haben wir mit der Spitze machen? Wir sind erstmal mit 12 Plätzen unterwegs. Wir müssen einen weniger haben. Was haben wir denn für Möglichkeiten, dass wir einen weniger kriegen? Ne, hier oben war schon richtig. Also hier sitzt einer drin. Ist auch. Kann man damit überhaupt steuern? Ah, wir können auf jeden Fall das Gewicht aus der Kapsel noch rausnehmen, indem wir hier den rausnehmen. Das haben wir ja noch. Thrust Limiter. Ne, das war falsch, glaube ich. Hier, der ist es, der da raus kann, der Manövertreibstoff. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch noch welchen drin, ne? Den möchte ich ja dann auch nicht haben. Sag jetzt nicht, bei den Dingern gibt es das auch noch. Lights on, Toggle Flag, ne? Toggle Flag? Ah, okay, da kann man nicht. Ah, alles klar. War jetzt nicht so wichtig, aber. Jetzt verstehe ich schon. Docking Ports haben wir jetzt 4 dran. Das würde bedeuten, wir können das auch nur mal mit 2 machen. Das würde ja auch funktionieren, ne? Die beiden sich gegenüberstehen. Das wird ja dann auch eine ganze Ecke leichter. Sieht man das eigentlich, dass das sich hier verändert? Ich weiß es nicht. Hier haben wir den Sprit schon rausgezogen, ne? Ja. Hier auch. Hier war keiner dran. Hier ist doch sowieso noch eine Stufe jetzt, oder? Wie sehe ich das? Das wollen wir da auch noch umbauen, oder? Oder sollten wir umbauen? Der oder der? Und dann noch ein Treib... Was ist das denn hier für einer?
250. Das hier wäre, glaube ich, noch ein kleiner, ne? Das ist aber zu klein. Obwohl, das ist schon der kleinste, oder wie sehe ich das? Wie groß ist denn der? Oh, Mini. Der war auch klein. 250 ist schon der. Das ist so eine Außendüse, ne? 20. 192. Terrier war das, was man eigentlich da oben braucht, ne? Ich schmeiß den raus. Und würde den... Aber da gibt es jetzt keinen Tank, der jetzt dann... Oder doch? Der hat das doch nicht, was wir brauchen. Weiß zwar nicht, ob wir Sauerstoff brauchen, ich glaube eher nicht, aber doch zum Verbrennen braucht man das. Und dann gehen wir mal nochmal hier hin und wir machen den da dran. Dann ist doch alles gut, oder? Das wäre doch jetzt das Ideale, ne? Die Koppler. Sehe ich hier gerade irgendwo auf die Schnelle, wie viel Durchmesser der hat? Wahrscheinlich nicht, kann ich besser so gucken, aber das ist schon passend. Und jetzt ist die Frage, ob das Ding fliegt. Also das mit dem Dingens kriege ich sowieso nicht hin, das ist schon mal Fakt. Kleiner. So, jetzt nochmal dieses Teil da dran. Die Kappler war da drunter. Jetzt müssen wir hier mal noch ein bisschen aufräumen, oder? Wie viel ist denn das Gesamt? 'Kay. Müssen auf jeden Fall höher mit der Kiste. Das fliegt nie, oder das fliegt schon, aber immer das Thermometer, ne? Voll geil. Jetzt ist es schon mal in der Höhe passend. Oder passender. So. Ist die Frage, ob ich das da reinmache und das Ganze dreimal mache. Mal erstmal so dran. Da haben wir 5600, das würde schon mal hinkommen, ne? So. Die müssen schon mal getrennt werden. Das startet zusammen mit dem. Das ist richtig. Das darf in einer Extrastufe sein. Ist auch richtig. Dann kommt der und da kann der Antrieb mit rein. Zur Sicherheit haben wir diesen Fallschirm noch, der uns da rettet, ne? Ja, gut. Das ist erstmal soweit schick. So, was wir jetzt noch brauchen. Was ist das hier? Spritleitung. Ich brauche keine Flick, ich brauche Konstruktion. Ich muss da irgendwie so eine Halterung bestimmt haben, weil ich glaube, die werden uns hier ja nicht um die Ohren fliegen, aber dreifach ist auch schon an. Das ist cool. Ich glaube, wir müssen die ein bisschen verbinden, weil die sonst, ne?
bestimmt da hin und her wackeln, weil das ist ja ein Treibstoffding hier, das dann nach außen möchte, oder? Das Ganze stabilisieren wir nochmal nach hier oben, oder? So würde ich mal sagen. So, das sollte einigermaßen halten. Jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Die Spitze noch sehen. Ich sehe nichts. Vielleicht ist es schon in, ist es schon. Wir müssen noch weiter raus. So muss es schon sein. Und wir brauchen noch sowas. Ach so. Aerodynamisch haben wir gar nichts da dran, ne? Vielleicht sollten wir da noch was tun. Ach, wo die stehen, ist glaube ich auch egal. Und aerodynamisch müssen wir noch so ein Teil hier dran machen. Haben wir denn da was? Diese sind doch schick, oder? Würde ich jetzt so mal dran machen wollen. Sieht doch ganz gut aus, oder? So, der kann da mit rein. Die trennen sich dann. Das geht an mit dem. Dann haben wir da noch Power. Und da noch Power. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch ändern. Haupttriebwerk ist auf zu wenig. Das muss jetzt mehr werden. 1,5. 1 machen wir mal. So, dann geht der hoch. Wir haben über 6000 Vortrieb. Das sollte eigentlich reichen, ne? Es ist nur Frage, ob das Ding hält, ne? Also wir sind leichter geworden. Wir haben hier ein bisschen was mit stufenmäßig ja auch geändert. Da gehen die ab. Da geht der an mit dem an. Das passt. Das ist unsere Rettung, wenn es denn funktioniert. Ja. Ich glaube, Bedingungen sind alle erfüllt. Speichern wir mal so ab. Und dann gehen wir hier nochmal gucken, wer da drinnen sitzt. Ein Pilot, Wissenschaftler, ein Ingenieur, das passt. Und dann schauen wir mal, wie weit die Bedingungen erfüllt sind, oder? Eigentlich müsste ja alles dabei sein, oder? Grundlegend haben wir ja nichts weggeschmissen, was wir nicht wegschmeißen sollten. So, einmal hier rein. Das Ding ist bis auf alles grün, bis auf die beiden letzten. Das wird gleich auch noch sogar grün, aber jetzt müssen wir nur den Orbit schaffen. Richtung Minmus. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir wieder in der nächsten Folge und hoffen, dass das Ding überhaupt hochkommt. Weiß ich gar nicht. Aber eigentlich sieht es ja nicht schlecht aus, ne? Müssen wir mal gucken. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Schreibt rein, dann können wir darüber diskutieren. Vielleicht habt ihr eine Idee, ob das gut oder schlecht hier ist. Vielleicht mache ich gleich den Loop und dann fliegt das Ding wieder runter oder sowas. Alles klar, ich bin von überzeugt, dass ich hier noch mit den Winglets hier auf jeden Fall was noch machen müsste. Müssen wir mal gucken. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.